Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, auch bei diesem grünen Antrag zeigt sich mal wieder eine nicht zu toppende Doppelmoral. Beim Lesen gewinnt man förmlich den Eindruck, als hätten Sie mit all den beschlossenen Corona-Maßnahmen der letzten Monate überhaupt nichts zu tun und Ihnen sind die verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen völlig neu. Wir als AfD haben bereits vor 15 Monaten mit mehreren Anträgen zu dieser Thematik eindringlich genau vor diesen folgenschweren Auswirkungen gewarnt. Und Sie, hier in Ihrem Antrag, zählen Sie diese auf und das ist einfach scheinheilig und fordern dann auch noch Handlungsbedarf. Damals sagten Sie, Frau Paul, zum Sportverbot, ich zitiere, der Sport trägt das mit großer Solidarität im Sinne aller. Zitat Ende. Was für eine leere Phrase. Denn die realen, nicht abschätzbaren Auswirkungen, die Sie mit Ihrer Ignoranz und Ihren Fehleinschätzungen verursacht haben, tragen weder der Sport noch Sie. Es sind die Lehrer, die Betreuer, die Übungsleiter und ganz besonders die Familien mit Kindern, die seit Monaten mit ihrer Lebensfreude, ihrer Lebensqualität und ihren seelischen und körperlichen Gesundheit dafür bezahlen. Nicht nur wir, auch Ärzte, Lehrer und Psychologen warnen seit der Einführung der Corona-Maßnahmen vor körperlichen, kognitiven oder motorischen Entwicklungsstörungen und besonders vor den immensen psychischen Auswirkungen. Bei Kinderärzten und Psychologen wartet man inzwischen Monate auf Termine. Die Nachfrage nach Therapieplätzen ist um das Doppelte gestiegen. Essstörungen, Ängste, vor allem Zukunftsängste, Stress, Übergewicht, Suchtverhalten, Suizidgedanken, Gewalt und Depressionen gehören seit fast 2 Jahren für viele Familien zum Alltag. Herzlichen Glückwunsch, das haben Sie alle hier vollbracht. Offenbar ging und geht es Ihnen auch gar nicht um die Gesundheit unserer Kinder, sondern eher um die monetäre Gesundheit der Gaming- und Pharmaindustrie und der Masken- und Testverkäufer. Denn in Ihrem Antrag findet man nichts dazu, wie Sie den gesellschaftlichen, den sozialen und gesundheitlichen Flächenbrand, den Sie in unserem Land gelegt haben, auch lösen wollen. Keine Lösung für den qualifizierten Lehrerbetreuungs- oder Trainermangel, keine Lösung für die Entlastung der Schulen oder für mehr Sportunterricht. Keine Lösung für mehr Bewegung der Kinder durch Kooperationen mit Schulen, Vereinen oder Universitäten. Keine Lösung für die flächendeckende Sanierung von Sportstätten oder die Anschaffung neuer Sportgeräte. Und auch das Ende des Masken- und Testwarns an den Schulen oder im Sportunterricht sucht man in Ihrem Antrag vergebens. Stattdessen wieder nur das übliche grüne Blabla, wie Empfehlungen zur Erarbeitung neuer Sportkonzepte, die es ja schon gibt, wie die CDU es ja sagte, eines Bewegungspaktes oder Fortbildung für Ärzte, Trainer oder Lehrer zur positiven Wirkung von Sport. Werte Grüne, was für ein Hohn! Im Gegensatz zu Ihrer Parteichefin Ricarda Lang wissen diese Leute sehr wohl, wie wichtig Bewegung für diese Gesundheit, für Ihre Gesundheit ist und auch für die Kinder. Geben Sie unseren Kindern und Jugendlichen endlich die Möglichkeit zurück, wieder ohne Einschränkung und mit viel Spaß und Freude zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten. Wir lehnen diese als Antrag verkleidete Dreistigkeit ab, stimmen jedoch der Überweisung zu. Vielen Dank.